GT steht drauf, GT ist drin. Heute kommen wir zum eierlegenden Wollmilchmonster. Ein Mini-PC, den ich unbedingt, also wirklich unbedingt nehmen wollte. Ich wollte ihn unbedingt haben, unbedingt vorstellen. Das ist der Ultra i9-185. Der 185H ist ein 22 Thread 16 Kernprozessor. 5,1 GHz Turbotakt. 65 Watt Max TDP. Extrem stromsparend im Idle. Kleiner Formfaktor, viel PC Express. Die werden wir auch brauchen. Und warum ich euch das Ding vorstelle, warum ich den Geekom GT1 Mega nehme, weil ich ihn für jeden empfehle, der mit Homelab, Smart Home und so weiter, OpenSense, Basteleien, Home Server was machen will. Ich zeige euch gleich warum. Ab ins Video. So, warum hype ich diese kleine Kiste hier? Diese kleine Kiste hier. So gut. Standard Geekom Design. Ich habe viele Geekom PCs schon vorgestellt. Wer sich die angucken will, gerne mal in den Videos ein bisschen herumstöbern. Apple-technisch abgekupfert vom Look, aber sehr stark. Und auch die Single-Core-Performance auf dem P-Cores ist sehr stark mit 5,1 GHz. Unlockable, wie immer, das BIOS von Geekom. Auf Anfrage kriegt man einen BIOS-Unlocker, dann kann man es unlocken. Windows 11 Pro wird mitgeliefert. Passt. Ihr habt Crucial RAM, den 5500er, also schneller DDR5 RAM. 32 GB, guter Startpunkt, geht hoch bis 96, kein Problem, kann man die Regel austauschen, wenn man das will, verkaufen und neue Regel rein oder. Ihr habt drin eine P3 Plus von Crucial, also eine sehr gute NVMe. Achtung, Random IOPS, nicht genauso geil wie zum Beispiel eine Western Digital Black oder jetzt die ganz starken Samsungs, aber die ist solid und schnell, die habe ich auch in meinem NVMe NAS verbaut, die hält auch lange durch. Ihr habt Wi-Fi 7, ihr habt zweimal 2,5 Gigabit Ethernet, ihr habt Front dreimal USB 10 Gigabyte, hinten zweimal USB C 40 Gigabyte und ihr habt natürlich zusätzlich einen SD-Karten-Slot. Ihr habt Mikrofon, einen Ausgang, ihr habt DisplayPort, ihr habt zwei HDMI, vollwertige, volle HDMI auch noch hinten dran. Und das Ding kann 8K ausgeben, wegen der eingebauten Arc. Das ist einfach wild. Also von den Specs her klingt das schon mal wild und es ist auch wild. Das Ding kann warm werden und man kann es auch noch ein bisschen verbessern mit der Wärme, aber das schauen wir uns als nächstes an. Warum hype ich die Kiste so? Erstens, ihr habt zwei sehr schnelle LAN-Ports verbaut mit Intel NICs. Das heißt, das Ding eignet sich super für Virtualisierung und Home-Server. Damit kann man dann zum Beispiel auch eine OpenSense in der VM laufen lassen. Da kann man Proxmox draufklatschen, da kann man Android draufklatschen. Der Speicher ist limitiert. Ihr könnt zwar noch eine NVMe zusätzlich einbauen, eine kleine, aber ihr habt natürlich das Limit von einem NVMe-Slot, der erweiterbar ist per USB-C, wenn man da einfach noch ein paar Platten dran steckt oder einen Plattenstack oder einen Disk oder so ein ganz normale Terramaster oder was auch immer, kann man natürlich noch mehr Platten dran prügeln. Aber das ist ein Powermonster. Was heißt das? Wenn ihr das Ding nutzt mit deinen 22 Threads und E-Cores und so weiter, dann könnt ihr das sehr effizient für eure ganzen Docker und virtuellen Maschinen ausfahren. Ihr habt ja super viel Power und könnt mehrere VMs fahren. Also das sind mindestens 5-6 Windows VMs auf dem Ding, kein Problem. Da schwitzt die Kiste nicht mehr. Bei 32 GB RAM würde ich sagen, pass auf, da kannst du locker mit 8 GB RAM, was für Windows 11 schon gut genug ist, kannst du bestimmt 4 oder 5 VMs einfach laufen lassen. Kannst natürlich den RAM noch erweitern. Aber das Ding schwitzt dann nicht mehr. Wir haben zwar nur 65 Watt TDP, aber er ist sehr effizient mit Idle und Stromsparen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir auch noch ein MPU drin haben. Und deshalb hype ich das Ganze für Smart Home, Video Surveillance und AI Generation. Das heißt, wenn ihr ComfyUI nutzt, irgendwas von Stability AI nutzt, wenn ihr Stable Diffusion nutzt, Flux nutzt, wenn ihr Llama-Modelle fahren wollt oder Falcon-Modelle in Dockern, kein Problem. Wenn ihr FryGate nutzen wollt, das heißt, ihr nehmt eure Videokameras von Ring, von was auch immer, bindet eure Kameras, eure Türklingel, bindet das Ding da ein und startet FryGate, dann könnt ihr mit FryGate und natürlich den AI-Modellen Gesichter detektieren, Katzen detektieren, Alarme auslösen, Aufnahmen automatisch starten und so weiter und so fort. Das heißt, die Erkennung, auch Texterkennung, ist sehr geil, weil sie super schnell NPU beschleunigt wird, weil da ja diese NPU-Chips mit drin sind, die dann mehr Leistung bringen. Das gleiche mit der Beschleunigung seht ihr in zum Beispiel meinem Lieblingscontainer Immich. Immich ist ein Videocontainer und ein Bildcontainer, der dafür da ist, eine eigene Sammlung anzulegen, wie euer privates
Google Fotos. Nur, dass nicht nur die Gesichter erkannt werden würden, ihr ladet euch da Modelle runter, Buffalo-Modelle und so weiter, sondern alle AI und alle Detection funktioniert in-house, heißt immer auf der Maschine. Und das ist natürlich geil, wenn man einen AI-Beschleunigungsprozessor hat, dass das schneller geht. Und das geht auch sacken viel, viel schneller, als wenn man das nur auf der CPU oder GPU macht. Obwohl wir eine gute GPU haben. Ihr habt eine MPU. Und die lagert diese AI-Beschleunigung aus. Das heißt, ihr müsst die GPU dafür nicht nutzen. Die könnt ihr für Plex zum Beispiel fahren. Oder für Jellyfin. Das heißt, ihr könnt Realtime-Video-Transcoding bis 8K machen, weil das Ding ja alle Audio-Video-Decoder hat. Und gleichzeitig AI-Video-Detection per Frigate machen und AI-Bilder-Datenbankverwaltung machen. Dass Personen erkannt werden können, dass Leute detektiert werden, da wird sogar das Alter mitgespeichert und so weiter und so fort. Ich habe meine gesamte Fotodatenbank von über 200.000 Fotos da durchgejagt mit Videoanalyse und habe alles zusammen aufsuchen lassen. Nach Ort, nach Geotagging, nach Gesichtserkennung, nach Filter, nach Raster, nach Hallo hast du nicht gesehen. Und dann kannst du auch zum Beispiel in so einem Image-Container, kannst du dann oben Katze eingeben oder Cats und dann zeigt er dir alle Bilder, die du jemals gemacht hast, wo eine Katze zu sehen ist oder ein Stuhl. Mua. Auf meiner Hauptmaschine, auf meinem Unreal in Ugreen, habe ich das Ganze machen lassen und da läuft nämlich auch, aber die Detektierung der 200.000 Fotos und das Durchscannen und das Katalogisieren hat eine Woche gedauert. Auf der Kiste hier circa 3 Tage dauern, also die Hälfte der Zeit, weil die MPU frei ist. Denn AI-Beschleunigung findet immer mehr Verwendung und Anwendung, vor allem für solche Buffalo-Modelle oder andere Sachen. Und dann könnte man natürlich darauf auch gleichzeitig ein bisschen Photoshop machen. Windows VM gebootet, Photoshop AI Generation, gibt es ja diese tollen Dinger, Beschleunigung über die GPU, mit Treiber, alles möglich. In Unreal zumindest. Proxmox habe ich da jetzt nicht getestet. Für Speicher habt ihr halt leider das Problem, ihr müsst über USB-C erweitern, weil alles andere ist zu langsam. 40 Gigabit USB-C und dann da was dahinter geklemmt, das ist eine Zusatzanschaffung. Wenn man sie braucht, aber die Festplatten würde man sowieso zusätzlich kaufen müssen oder besorgen müssen, wenn man sie, und ihr wisst ja, also das schenkt sich nicht so viel zum großen PC. Was sich aber einiges schenkt, ist der Formfaktor und der Idle-Stromverbrauch. Der ist gering, der ist super gering. Das Ding geht in die C-States runter, wenn es nicht unter Last die ganze Zeit läuft und dann verbraucht ihr da im Idle vielleicht mal 8-9 Watt. 8-9 Watt. Wenn das Ding gebootet ist, wenn alles angesteckt ist und so weiter und ihr in dem E-Betrieb ist und nicht Betriebssystem läuft, das kann so vor sich hin dümpeln. Für eine Kiste mit 22 Threads und 5,1 GHz Turbo. Im Normalbetrieb habe ich ungefähr gemessen, wenn die zu 2-3 Docker laufen und eine VM, bin ich so bei 32 Watt. Wenn ich nicht fette Last drauf gebe, dann kann er schon mal pieken. Kommt natürlich darauf an, was man als Task drauf laufen lässt und wie viel Cores man wohin gepinnt hat. Das ist auch schon ganz wichtig. Negativum ist bei dieser Bauweise, dass der Boden lässt sich ganz leicht abbauen und so weiter und so fort, aber die NVMEs sind nur auf eine kleine Platte gekühlt. Das heißt, die sind nicht mit dem Bodendeckel verarbeitet. Schöner wäre es gewesen, wenn sie die Hitze noch ein bisschen mehr an das Alugehäuse, ans Vollalugehäuse abgegeben haben. Da kann man mit Kühlungspads nachhelfen, also Boden abmachen, Kühlungspads nochmal drauf und dann quasi die Blechplatten nochmal mit dem Außengehäuse verbinden. Man sollte unter Volllast dann das Gehäuse vielleicht nicht gerade anfassen, weil es wird bestimmt zwischen 70 und 80 Grad warm. Das ist blöd, deswegen haben wir es nicht gemacht. Aber ich würde das machen, so bleibt das Ding einfach kühler und leiser. Denn die Lautstärke ist hörbar. Das ist bei den Geekom-Geräten meistens so, aber das ist auch logisch. Da kann mein BIOS natürlich das Profil auf leise stellen, aber dann taktet er auch niedriger. Ich würde immer das Profil voll lassen und dafür einfach mit den Kühloptionen noch ein paar Kühlpads verbauen oder das Ding an einen Ort stellen, wo es jetzt nicht Stauwärme erzeugt. Am besten vielleicht im Rack oder vielleicht an einer Stelle, die nicht gerade weit oben ist an der Decke, sondern schön Boden, dass immer Zugluft drüber geht. Dann geht das gut. Sieht auch schön aus und es hat einen Tacken Preis. Aber 1.100 Euro für das Gerät, 1.150 plus minus, sind gerechtfertigt. Denn der Prozessor kostet viel Geld, der RAM kostet ein bisschen was, die NVMe auch so ein bisschen was, aber es hauptsächlich kommt es darauf an, auf den Prozessor und das Mainboard. Und diese neuen Spitzenklassen Ultra 9 kosten eben so viel. Du wirst im Desktop-Bereich auch nicht viel günstiger bekommen. Auch die Laptops, die damit ausgestattet sind, sind nicht günstiger, eher viel teurer. Dafür hat man nicht die Einfachkeit des Nachrüstens, wenn man es reinsteckt, aber ihr habt Flexibilität. Ihr habt Wi-Fi 7 schon mit integriert und ihr könnt über die hochklassigen Ports viel machen, denn ihr habt die 40 Gigabit Ports. Das heißt, darüber kann man auch eine externe Grafikkarte anstecken und gib ihm Feuer. Klar, modular muss man natürlich wissen, ob man das so will, aber so kann man sich das Ding auch auf den Schreibtisch stellen und es macht nichts Schlechtes her. Und wenn man mit der Kühlung noch ein paar Kühlpads reinmacht, ist es auch vom Geräuschfaktor möglich, dass es einen nicht auf den Pack geht. Klar, wir haben super Performance, was die CPU angeht und so weiter und so fort und Leistungseffizienz, weil die wird ja immer besser. Aber Gaming würde ich, ja, kannst du machen. Du hast auch die Möglichkeit, über 100 FPS zu spielen in Call of Duty und so, aber das ist natürlich mit Frame Generation. Ohne Frame Generation bist du bei vielen Spielen meistens um die 50, 60 FPS. Cyberpunk schaffst du bei 720p
720p ohne jetzt DLSS oder XLS oder so, oder FSA oder so, schaffst du 720p 30 FPS, ja. Du kannst CSGO, also Counter-Strike 2 jetzt, kriegst du auch über 200 FPS. Für Gaming ist das Ding no-brain in der Hinsicht. Auch Retro-Spiele laufen flüssig, Emulation läuft flüssig, Switch-Emulation läuft flüssig und du hast 8K120, was ausgegeben werden kann. Ja, da hast du kein Problem. Hochklassige Titel brauchen trotzdem eine eGPU, wenn sie gut aussehen sollen. Sonst spielt man halt immer auf Full HD Low. Aber es ist ja auch keine Gaming-Kiste, sondern eine zusätzliche AI-Kiste mit zwei Ethernet-Ports. Also Kisten mit zwei Ethernet-Ports, Wi-Fi 7 und so vielen Kernen richten sich an Homelever. Ist so. Dafür ist das eine ideale kleine Nummer. Da brauchst du deinen großen Home-Server, verschwenderischen alten Home-Server nicht, den kannst du ausmustern. Das ist effizienter, schneller und bietet mehr. Vor allem hat man auch mehr Möglichkeiten, mit AI-Modellen zu arbeiten, sein eigenes Sprachmodell zu machen, Home Assistant-Sprachmodelle einzubinden und so weiter und so fort. Da geht ganz viel. Wollte ich euch nochmal zeigen. Wollte ich euch nochmal sagen, das ist meine Empfehlung für das schon advancede Home Lab im Moment, die darauf Wert legen, hey, ich habe nicht so viel Platz, ich habe kein eigenes Rack, ich möchte aber viele Sachen ausprobieren und machen. Das Ding soll klein sein, effizient, Strom sparen und ich möchte die Möglichkeit haben, damit auch AI Sachen machen zu können, denn AI ist die Zukunft. Denn Homelabber werden immer mehr und kommen auch immer mehr in den AI-Bereich, einfach weil es praktisch ist. So, Meinungen bitte in den Comments und in den Kommentaren. Und wir sehen uns wieder im nächsten, denn ich bin raus aus diesem und ihr seid rein ins nächste Video.